Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier auf Prüfung von Ayur gegen einen Zerg-Spieler. Und was wir bekommen, steht noch nicht fest. Schade eigentlich. Wir bekommen Protoss und ich habe eigentlich gerade eben den ersten Skin der Warchest aktiviert. Die habe ich mir vor meiner letzten Aufnahmesession mit Zyro gekauft und jetzt schon genug freigeschaltet, um den ersten Skin zu haben. Das heißt, wir werden jetzt gleich die schönen neuen Berserker sehen hier mit dem Skin. Wobei, so neu sind sie ja nicht mehr. Was war mein Gegner? Scheiße, Zerg. Okay, beste Wall EU. Okay, wir machen das ein bisschen später. Ja, wir werden den Zelen-Skin sehen. Die Frage ist, ob wir ihn überhaupt sehen. Ja, ich denke schon. Wir müssen diese Skin-Geschichte einfach mal feiern, indem wir einen Zelen-All-In spielen. Einen Zelen-DT-All-In. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Mal gucken, wie stark ich hier gefällt habe mit dem Mod-In. Oh. Naja, wir werden gleich mal gucken, wohin das führt. Wir sollten mal eben scouten, ob wir gesixpoolt werden, beziehungsweise early-pooled, gesixpoolt werden, kann man ja in Legacy of the Void nicht mehr. Ja, Zealot-Shuttle-In soll es heute geben, zusammen mit DTs, also vorher DT-Drop, Arken-Drop, so wie es eine ganz dolle Mode war im Winter letzten Jahres. Da hat man eigentlich nichts anderes gespielt. Guck mal, es geht doch. Ich bin mir unsicher, was ich genau mache, wie meine Bildreihenfolge aussehen wird. Einfach dadurch, dass meine Wall so blöd war. Aber sie scheint ja jetzt noch akzeptabel zu sein. Wir werden jetzt einfach mal gleich die Echse nehmen. Eben gucken, hat er schon eine Hedge? Jo, das ist doch okay. Das heißt, Pool ist noch nicht da. Ist aber angefangen. Können wir mal ihn eben ein bisschen, weil er den Overlord da so nett postiert hat, ein bisschen hier foppen, wie man so schön sagt. Indem wir so tun, als würden wir Cannon rushen. So sieht's doch gut aus. Das war das einzige Ziel, was ich damit erreichen wollte. Bams. Und ich habe meinen Pylon verschlafen. Yes. Das ist gut. Gut, eigentlich muss ich natürlich den Zealot hier nicht bauen. Muss ich auch nicht. Mache ich auch nicht. Stattdessen lieber weitere Probes. Und dann klappt das hier auch einigermaßen. Wir werden direkt auf die Twilight gehen und parallel die Robo nehmen. Muss natürlich auch darauf achten, dass wir frühzeitig auf den Mothership Core gehen, damit wir uns das überhaupt hier erlauben können, das gleich alles zu machen. Denn sonst haben wir gleich keine gute Defense. So. Uns fehlen Mineralien. Zack. Und dann jetzt Mothership Core einfügen. So. Uns fehlen Mineralien. Oh, da sind schon die ersten Dinge, das ist so schön. Ehre den Dalai Lama. So soll es geschehen. So, Solid Charge. Brauche ich noch dringend den DT-Shrine? Eigentlich hätten wir den vorher gebraucht, ne? Jo, hätten wir. Wir haben kein Gas mehr. Denn der kostet auch Gas, natürlich, 150. Dafür fehlt uns Vespin-Gas. Oh nein. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas heranbauen können. Oh, danke, dass er stehen geblieben ist. Muss man da sagen, sonst wäre er nämlich nicht gestorben mit dem Speed Upgrade. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ach, schade, jetzt hat er es doch noch gescoutet. Gut, dann werden wir Arkendrop spielen. Und kein DT-Drop. Niemand kann uns aufhalten. Komm. Abgeschlossen. So, Zealot Charge ist durch.
Das ist doch schon mal was. Na kommt, Gateway, es klappt aus. So, und jetzt ist auch das. Meine Güte, wie viel Scouting will er denn hier betreiben? Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Hier ist nix. Nein, warum hast du dich denn nicht ausgeklappt? Och Mann. Oh nein, jetzt sind wir supply blocked. Der Kampf fürs Ruhm wird unser sein. Upgrade durchgeführt. Ohne Ende. So ist das nun mal mit einem. Mein Leben für Ajur. Nicht auf die. Nicht ganz gut, muss man sagen. Vielleicht schön, wenn wir gleich nochmal eine nächste Welle reinhauen könnten. Vor allen Dingen kann er jetzt halt nur noch Linge bauen. GG. So einfach kann es gehen. Habt ihr jetzt eigentlich die Zealots mit ihrem schönen Skin betrachtet? Ich muss sagen, ich habe nicht drauf geachtet, ganz ehrlich. Dafür war es dann doch zu spannend, ob das funktioniert. Jetzt bekommt man jetzt immer diese Nachricht. Habe ich jetzt eigentlich ausgewählt? Ich glaube ja, ne? Warte mal, man kann doch jetzt hier Skins, Protoss, Berserker, ausgewählt. Protoss War Chest. Perfekt. Spiele mit vielen Spielen. Was? Ach, vielen Spielern. Die ausgewählt werden, wenn mehr als 4 Spieler an einem Spiel teilnehmen. Ah, dann darf man nur so bestimmte Skins machen. Ich verstehe, weil sonst das zu sehr laggen würde, wahrscheinlich. Naja, zweiter Teil. Es hat erstaunlich gut geklappt, dafür, dass er wusste, was eigentlich kommt. Naja, ist nicht mehr so im Meta drin, würde ich sagen. Das habe ich selber auch schon lange nicht mehr gespielt, aber funktioniert wieder ganz gut oder immer noch ganz gut. Zumindest auf Spielern, die nicht auf dem obersten Niveau sind, so wie ich zum Beispiel. Bei der Profi-Ebene wird es ja schon Grund haben, warum es aus dem Meta raus. Ich denke, da wird das inzwischen zu stark geblind-countert worden sein. Jetzt sind Veteraner in einem TVZ, oder? Warum eigentlich nie ein TVP? Ich würde so gerne mal wieder ein TVP spielen. TVP spiele ich echt gerne. Aber das bekomme ich nie. Ich bekomme nur ein TVD oder TVZ. Das ist doch unfair. Ich will das nicht. Naja, was soll's. Müssen wir uns mit abfinden. Wir haben ja schon einen Sieg in dieser Folge errungen. Also, naja. Gleich wieder kläglich im TVZ.
von statten spielen. Ich weiß nicht, wie ich diesen Satz beende. Egal, wir fangen einfach einen neuen Satz an. Es geht auf jeden Fall hier los mit einem Hellbat-Push. So möchte ich das jedenfalls mal anfangen. Wir haben unser Gegner nicht gescoutet, ne? Wenn jetzt ein Early Pool kommt, dann hätten wir ein Problem. Deshalb bauen wir jetzt hier tatsächlich schon mal das Depot vor. So. Reicht. Kannst du weiter Minerals abbauen. Ich will nur, dass die Wall eben dicht ist. Zumindest so, dass ich die gleich schnell noch reparieren kann, falls es dann doch zu etwas größeren Problemen kommen wird. Bin ich da? Ja, bin ich. Ich will ein Banshee-Follow-up spielen, deshalb brauchen wir das frühe zweite Gas auch. So, Reaper-Opener trotzdem. Und dann jetzt gleich direkt die Factory hinterher. Das Command Center delayen wir ein bisschen, das kommt natürlich auch, keine Frage, aber eben ein bisschen später. Wir haben kein Gas mehr. Und auch mal die Factory nicht ganz dort, denn wir wollen gleich auch noch es schaffen, dass wir Reaktor hier dran bauen können. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. So, eben noch ein bisschen mehr dort gemeine. So. Jetzt holen wir uns mal eben das Command Center auf dem Highground. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. So, jetzt können wir auch eben das Gas besetzen mit den nächsten beiden Workern. Und wir schauen mal hier vorne so ein bisschen rum. Was springt dabei raus? Soll ich irgendwas umlegen? Geschafft! Die Erweiterung ist einsatzbereit. Wird gemacht. Warum nicht? Das ist eine frühe dritte Hedge. Das ist echt riskant, was er da macht. Und diese Riskanz, die müssen wir nochmal spüren lassen. So, dieses Risiko. Und das habe ich vor. Ja, Versorgung kommt gleich, keine Angst. Spannende Frage ist wirklich, sollten wir, ja, ich habe mich jetzt gegen die Banshee entschieden. Und wir lieber direkt einen Medivac bauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass Aliens auf der Map sind. Ah, hier haben wir übrigens auch den Skin jetzt. Naja. Gut. Der hat also einen Skin. Gut zu wissen. Wenn ich das nicht wüsste, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gesehen. Aber da gibt es keine Angst, da gibt es nur deutliche Skins, wo das mehr zu sehen ist. Zum Beispiel beim Drohnen des Zergs ist es deutlich besser zu sehen, finde ich. So, wir werden jetzt einen Ausflug nach vorne machen. So, Follow-up. Komm, zwei holen wir uns noch. Ist doch nett. Queens! Alter, ist das lächerlich. Dafür reicht die Energie nicht. Aber Stim ist auch immerhin schon durch. Das heißt, wir können gleich die zweite Welle reinhauen. Sieht aus, als sei die Forschung abgeschlossen. Uns fehlt Energie. Los, los, los!
Ich meine, er hat ja schon ziemlich viele Linge vorher weggeworfen. Einfach mit Queens. Komplett alles gehalten. Naja, das war nett von ihm. Erweiterung fertig. Dafür brauchen wir mehr Versorgungsdepots. Hatte ich keine Depots gebaut? Ich dachte, ich hätte welche gebaut. Offensichtlich nicht. Uns fehlen Mineralien. Schlecht. Zumal ich auch irgendwie überhaupt keine Worker habe. Ohne mehr Versorgung gibt das nichts. Dafür brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja. Aber das ist echt nicht so geil. Nö, musst du echt so ein Riesen. Okay, so rum kannst du doch fahren. Was ist hier eigentlich los? Warum wird das WBF so bescheuert? Naja, was soll's. Lassen wir es bescheuert fahren, wenn es das gerne möchte. Darf es das auch tun? Geben das seine. So, das ist auf jeden Fall schon mal durch. Das ist doch schon mal schön. Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Also wir können jetzt endlich vernünftig Marines pumpen. Aufgedankt und einsatzbereit. Uns fehlt, geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Sobald wir genug Marines gepumpt haben fürs Erste, geht es dann schon wieder Zeit für einen Push. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich denke, diesen Zeitpunkt haben wir schon fast erreicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wann geht's los? Schade, ich dachte, ich hätte nur einen Tank gebaut. Es kann losgehen. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. So, ich werde jetzt nicht komplett mulen, denn hier ist schon wieder ganz schön viel Creep. Der ist jetzt irgendwo hoch aufgesiegt. Bereit machen, Jungs! Worauf soll ich machen? Abmarsch bereit! Dann kaum noch erwarten! Wie schmeckt euch das? Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Dann kaum noch erwarten! Los, los, los! Warum nicht? Bis hier! Dann was? Bereit machen, Jungs! Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Gibt nichts mehr her. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Kannst kaum noch erwarten. Nur zu. Uns fehlt Energie. Abmarsch bereit. Okay, neu sammeln. Weiter pushen.
Dafür reicht die Energie nicht. Leider echt viel noch behalten. Und sein Motto ist ja treu einfach, ich baue Queens, weil Blizzard das so will. Erweiterung fertig. So. Zack. Ab die Post. Ohne mehr Versorgung gibt es nichts. Hier ist es aber suboptimal, dass wir jetzt hier ihm wieder so viel Zeit sich aufzubauen geben. Das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Wir müssen eigentlich jetzt schon wieder weiter pushen. So, wir brauchen jetzt mal hier Tech Labs. Jetzt nehme ich gleich hier schon in Richtung. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Kommt noch was? Geschafft. Die Erweiterung. An die Post. Warum nicht? Schießen Sie los. Worauf soll ich ballern? Renn weg. Wir müssen neu sammeln. Uns fehlt Energie. Upgrade durchgeführt. Juhu! Bereit? Könnten wir ein paar leben? Und was? Wo ist der Notfall? So. Nicht einladen. Abgetechnisch sind wir halt auch nicht gut dabei. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Kannst kaum noch erwarten. Los, los, los. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Brauchen wir ein paar Marauder in jedem Fall. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr. Hier komm ich. Es kann losgehen. Aufgedankt und einsatzbereit. Da kommt er. So. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Gut, und wieder pushen. Geschafft. Die Erweiterung ist einsatzbereit. Nicht so geil. Gib ich zu. Aufgedankt und einsatzbereit. Lade doch ein! Natürlich ist einer fertig geworden, ne? Losgeladen und entsichert.
Boah, wie viele Queens hat er denn bitte gebaut in seinem Spiel? Kann doch nicht wahr sein hier. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Dieser Queen Count. Ist echt lächerlich. Dafür brauchen wir mehr Gas. Wir haben keine Mineraliencluster, gibt es nichts mehr. 3-3 leider. Können wir natürlich jetzt wenig gegen tun. Wahrscheinlich hat er sogar Cracklinge. Uns fehlt wirklich Gas. Deshalb sollten wir hier mal jetzt schleunigst was gegen tun. So viel Gas fehlt. Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Verstanden. Hier komm ich. Wir wollen uns jetzt gleich einmal mit Bailing versucht zu pushen. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Lass losgehen. Stirb. Rest gleich. Bin hier. So, so langsam wird's schwierig bei mir mit Income. Worauf soll ich ballern, Sir? Uns fehlen Mineralien. Das kann kaum noch erwarten. Gleich knallt. Abmarschbereit. Zumal ich immer noch kein 3-3 angefangen habe. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Unsere Basis wird in die Finger weg von meinen WBFs, ihr Knaller. Aber sicher. Come on, Baby. Wie schmeckt euch an die Bombe? Boah, die kriegen die ja nicht mal tot, vernünftig. Immer mit der Ruhe. Warten. Was liegt da? Der Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Dafür reicht die Energie nicht. So. Haus doch jetzt fertig. Naja, aber jetzt sind natürlich gleich Ultras da. Also, alles andere wäre doch eine sehr, sehr große Überraschung. Keine Energie. Ich kann nicht ohne Energie pushen. Unsere Kommandozentrale wurde ausgemacht. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Ja, ist vorbei. Bei dem Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Queens. Queens. Damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Meine Güte, wie viele Queens der gebaut hat. Also, es ist ja heftig. Naja, wir sehen aber, dass die War Chest sich viel weiter unlockt. So ist das doch schön und so soll es doch auch weitergehen. Vielleicht schon in der nächsten Folge, das war's für heute. Eine ganz schön lange Folge auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.